Wir stehen hier vor einer NIO Power Swap Station. Das ist eine Station, an der wir den Akku für unseren NIO einfach innerhalb von in etwa 5 Minuten tauschen können. Also das heißt, wir müssen hier nicht mehr den Akku aufladen, sondern er kann getauscht werden. Selbstverständlich bietet der NIO beides an. Das heißt, wir können den Akku tauschen oder halt auch aufladen. Aber heute wollen wir euch einmal zeigen, wie man hier den Akku an der Swap Station einmal tauscht. Das Auto fährt völlig autonom rein und dann wird das Tor geöffnet. Das Fahrzeug wechselt den Akku, ohne dass man etwas machen muss, und kann in 5 Minuten mit einem 90%igen Akku weiterfahren. Legen wir nach dem Intro los. Hallo und herzlich willkommen hier bei Smart to Drive. Ich bin's, der Alex, hinter der Kamera die Angelina. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir stehen hier, wie eben erwähnt, vor einer NIO Power Swap Station hier in Geiselwind. In Deutschland gibt es aktuell 15 Power Swap Stations. Das ist eine der neuesten mit der neuesten Technologie. Und hier kann der Akku eben gewechselt werden. Wir werden euch gleich zeigen, wie wir ins Auto steigen und dann in der Navigation auswählen können, welche Power Swap Stations wir denn anfahren möchten. In dem Moment wird im Auto quasi schon ein Signal übermittelt, dass dann die Power Swap Station schon mal einen Akku für uns reserviert. Und wenn wir an die Station kommen, öffnen sich automatisch die Tore. Das Auto fährt voll autonom rein, weil es kann ja auch völlig autonom parken. Dann fährt das Auto von alleine rein. Der Akku wird abgeschraubt, unten herausgenommen und dann kommt der neue Akku rein. Gehen wir mal ein bisschen näher zur Power Station und schauen uns einmal die Power Swap Station genauer an. Hier im Endeffekt ist der Parkplatz. Man muss mit dem Auto lediglich einmal auf diesen Parkplatz drauf fahren. Dann meldet uns der NIO schon von selber, dass man die Hände vom Lenkrad runternehmen kann und das Fahrzeug parkt völlig autonom rückwärts hier ein. Im Endeffekt ist hier das Tor, in das man reinfährt. Die Power Swap Station ist zweiteilig. Das bedeutet, rechts auf der Seite wird der Akku getauscht und auf der linken Seite ist unser sogenanntes Akkudepot. Wenn ich das jetzt so sagen darf, das bedeutet, hier werden im Schnitt bis zu 15 oder mehr Akkus gelagert, automatisch aufgeladen. Und man bekommt in das Fahrzeug immer einen Akku mit 90% Ladestand. Das bedeutet, man kommt mit unserem Akku an, der kann theoretisch bei 0% liegen oder bei 10-20% sein und man zahlt dann wirklich die Differenz. Das bedeutet, man fährt zum Beispiel mit 20% an die Ladestation, bekommt einen neuen Akku eingesetzt. Dieser hat immer 90%. Dann bezahlt man lediglich die 70%. Hier pro Kilowattstunde aktuell 39 Cent. Und der Swap, also der Tauschvorgang an sich, kostet einmalig 10 Euro. Wenn man aber den Akku mietet bei NIO, dann hat man hier eben 2 Swaps im Monat kostenfrei mit dabei. Das heißt, man bezahlt nur die Kilowattstunden, die man ausgetauscht bekommt, nicht aber den Tauschvorgang an sich. Der Akku wird im Endeffekt vom Auto abgeschraubt, dann automatisch nach links gebracht in das Depot, wo er dann eingelagert wird und aufgeladen wird. Er wird dann auch schonend mit den etwa 44 Kilowatt aufgeladen, außer es ist wirklich ein bisschen Zeitdruck vorhanden. Das heißt, viele NIOs haben sich angekündigt und die Akkus müssen schneller geladen werden. Dann werden hier auch bis zu 90 kW an Strom in den Akku gegeben, dass der Akku einfach schneller geladen wird. Ansonsten werden die Akkus hier schonend behandelt und wirklich mit der optimalen Temperatur und mit der optimalen Ladegeschwindigkeit wieder auf 90% hochgeladen. Wenn unser bestehender Akku quasi abgeschraubt wird, dazu öffnen sich unten die Schrauben, wird der Akku ja abgenommen, dann unterliegt er erstmal einer Kontrolle. Hier in der Swap Station wird der Akku dann mit verschiedenen Sensoren überprüft. Erstens ist der Unterboden noch in Ordnung, weil unser Akku hat ja auch gleichzeitig den Unterboden mit integriert. Also der Unterboden ist der Abschluss des Akkus. Das heißt, ist der Unterboden beschädigt oder hat der Akku andere Probleme? Wenn dem so wäre, würde der Akku automatisch auf Seite gestellt werden und man würde nicht den Akku im nächsten Fahrzeug wieder verbaut bekommen, sondern NIO würde davon quasi in Kenntnis gesetzt werden, dass mit dem Akku etwas nicht stimmt und dann kann der Akku aus dem Verkehr gezogen werden. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen und das ist auch sehr, sehr gut, denn so kann wirklich sichergestellt werden, dass man nicht einen kaputten Akku dem nächsten Fahrer mitgibt. Man hat außerdem dann immer mit dem NIO, wenn man den Akku mietet und dann eben privilegiert ist, hier die Power Swaps mitzumachen, immer einen neuen Akku und eine lebenslange Akkugarantie. Sonst hätte man auf dem Akku, wenn man ihn kauft, 8 Jahre oder 160.000 Kilometer und mit dem Tausch hat man einfach immer die Garantie, immer einen neuen Akku zur Verfügung. Ist eine wirklich tolle Sache. Und der Tauschvorgang soll in etwa 5 Minuten dauern. Das werden wir jetzt gleich einmal ermitteln. Wir werden jetzt mit dem Fahrzeug dann nicht nur die Navigation starten, sondern dann auch hier auf den Parkplatz fahren und schauen, wie das Fahrzeug hier reinfährt, wie der Akku getauscht wird, wie lange das dauert, was man im Auto sieht, wie es so von außen aussieht. Von daher seid gespannt. Wir fahren los. Schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze jetzt hier im Navi machen können. Dazu müssen wir jetzt hier oben auf die Lupe gehen. Dann können wir hier, wenn wir hier auf die Ladestationen gehen,
auswählen, ob wir eine Ladestation angezeigt bekommen möchten mit der jeweiligen Geschwindigkeit oder wir markieren nur dieses Logo und haben dann wirklich im Endeffekt hier jetzt dann bloß die Power Swap Stations. So, die habe ich jetzt hier schon aktiviert. Ihr seht, er schlägt uns direkt die in der Nähe vor. Wir sehen hier in der Karte auch die verschiedenen Power Swap Stations angezeigt. Wir wollen jetzt hier nach Geiselwind fahren. Die hat hier relativ neu eröffnet. Dazu drücken wir jetzt hier einmal drauf. Wir sehen auch, dass 2 von 2 Batterien hier zur Verfügung stehen. Wir haben 69 Kilometer und wir können jetzt sagen, okay, Wechsel. Wir sehen hier aber auch die Servicegebühr und den Preis. Normalerweise haben wir hier 10 Euro Servicegebühr für den Akkutausch per se und zahlen 39 Cent pro Kilowattstunde für die Differenz des Akkus. Aber wir zahlen hier nichts, weil wir ein Vorführfahrzeug haben. Von daher beginnen wir jetzt mal die Navigation. Wir sehen jetzt auch, dass wir für den Standard Range 2 Batterien haben. Wir fahren ja heute in Standard Range. Für den Long Range würden 3 Batterien zur Verfügung stehen. Und wir sehen auch die Geschäftszeiten der Station. Dann müssen wir das hier einmal bestätigen und automatische Buchung. Schon beginnt die Navigation und wir sehen, dass wir jetzt mit 37% ankommen. Wir sehen hier den Fortschrittsbalken und wie viele Kilometer wir jetzt zur PowerSwap Station haben. Wir stellen uns jetzt hier lediglich auf diesen Parkplatz hin und schauen mal, was der NIO meldet. So, das Auto meldet, betätigen Sie das Bremspedal und tippen Sie, um den Parkassistenten einzuparken. Parkvorgang beginnen. So, jetzt parkt das Auto selber ein. Du darfst keine Tür öffnen und nicht das Lenkrad übernehmen. Ich darf keine Tür öffnen und nicht das Lenkrad übernehmen. Um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Ich kann auf die Bremse treten, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Das Auto parkt vollkommen selbstständig ein. Schon cool. So. Ich habe das Fahrzeug geparkt. So. Was steht jetzt da? Wir sehen jetzt hier die Kosteninformationen. Wir sehen aber, dass wir eine neue Batterie bekommen mit 90%. Wir hatten 44% im Akku, kriegen jetzt 90. Zahlungspflichtig bestellen. Batteriewechsel starten. So, Vorbereitung des Batteriewechsels. Batteriewechsel gestartet, Fahrzeug neu starten. Dauert 3 bis 5 Minuten. Ich werde jetzt auch mal die Zeit stoppen. Dazu gehen wir jetzt hier mal auf die Stoppuhr. Ich drücke jetzt auf Start und drücke hier den Batteriewechsel starten. Okay, das Fahrzeug kann rütteln und Geräusche machen. Ich kann dauerhaft rausschauen. Wird das Auto nach oben angehoben. Man spürt, dass man jetzt nach oben ging. So, was haben wir hier am Bildschirm? Ich kann jetzt hier auch noch mal rüber switchen. Nee, kann ich nicht. Ah ja, jetzt sehen wir, zweiter Schritt. Batterie wird entfernt. Jetzt wird die Batterie unten abgezogen. Wir sind jetzt bei knapp 2 Minuten. Der dritte Schritt beginnt. Batterie wird getauscht. Jetzt ist das Auto noch mal an sich ein bisschen runtergefahren. Wir haben jetzt
4 Minuten 48, seit ich gestartet habe. Jetzt müssten wir eigentlich gleich fertig sein. Im Display steht noch nichts Neues. Jetzt merke ich, das Auto rüttelt wieder. Okay, der Bildschirm erlischt und wird gleich wieder angeschaltet, meldet der NIO. Das Auto ist jetzt ein bisschen höher aufgebockt worden. Wir sind jetzt bei 5,5 Minuten. So, jetzt ist der Bildschirm ausgegangen. Wir dürften gleich fertig sein. Wir sind jetzt übrigens gleich bei 6 Minuten, aber es fühlt sich so an, als wären wir jetzt dann fertig. Genau. Das Auto wird jetzt runtergelassen. Fertig. Und das müsste jetzt dann gleich gewesen sein. Noch ist der Bildschirm aus. Müsste sich aber gleich. Jetzt. Zack. Bitte pass gut auf, wenn du rausfährst. 6 Minuten 30. Halten wir einmal fest. Die Batterie ist jetzt ausgetauscht. Und wir sehen, dass wir sogar 91% Akku haben. Sehr schön. Vorher waren es ja 44, das heißt, wir bezahlen jetzt die Differenz 91 minus 44. Knappe 50% werden jetzt im Endeffekt nur bezahlt. Rausfahren muss man jetzt im Übrigen selbst. Das heißt, ich fahre jetzt nach vorne vorsichtig raus. Rein fährt er komplett autonom, raus muss man aber wieder selber. So. Erfolgreich, hat wunderbar geklappt. 6,5 Minuten hat das Ganze gedauert. Also ich bin wirklich sehr begeistert von der PowerSwap Station. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ging ratzfatz in 6,5 Minuten, war der Akku getauscht. Wir können in der Zeit im Fahrzeug sitzen bleiben, irgendwas weiterhin Sinnvolles machen. Wenn man jetzt mal vergleicht, man fährt an die Tankstelle wie hier nebenan. Das heißt, man muss das Auto tanken. Der Tankrüssel steckt 5 Minuten im Tank drinnen, macht den Tank voll. Dann muss man an die Kasse gehen, sich anstellen, bezahlen. Dann ist man sicher auch nicht schneller als 7 bis 10 Minuten, bis man weiterfahren kann. Hier fahren wir her und sind in 6, 7 Minuten wieder weg. Und es soll noch schneller werden, es soll dann bald bis zu nur noch 3 Minuten dauern. Das finde ich auch wirklich top, wenn das so wird. Und mir gefällt an sich einfach die ganze Station wirklich schön. Es ist eine tolle Sache. Ich hoffe, es kommen in Deutschland noch viel mehr. Wir haben 15 Stück aktuell deutschlandweit, in Skandinavien auch schon viele. Aber es wird nach und nach weiter ausgerollt von NIO. Und NIO ist hier definitiv Vorreiter und soll da auf jeden Fall dranbleiben. Es ist wirklich die Zukunft der E-Mobilität, wie ich finde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die kleine Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft solche Videos nicht und auch andere Videos rund um die E-Mobilität. Wir haben außerdem noch ein paar NIOs für euch im Test in Zukunft. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich war's, der Alex von Smart2Drive. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und die Angelina sagt euch auch Tschüss hinter der Kamera. Tschüssi, bis bald. Ciao. Und falls ihr noch auf der Suche nach einem Balkonkraftwerk seid, schaut gerne auf die Website von Juma. Bei Juma bekommt ihr Balkonkraftwerke verschiedener Art. Außerdem erhaltet ihr vollständige Unterstützung auf Deutsch. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an den Service wenden hier in Deutschland. Und ihr bekommt Qualitätsware mit bis zu 40 Jahren Garantie auf die eigenen Module. Und das Beste ist, Juma liefert Balkonkraftwerke in Komplettsets, zum Beispiel für den Balkon, fürs Flachdach, für das Schrägdach, für die Fassade, für den Garten. Ihr bekommt aber auch Basic-Sets und selbstverständlich auch Sets mit Speichern für euer Balkonkraftwerk. Und mit dem Rabattcode SMART2DRIVE erhaltet ihr 30 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung.